Hi ho, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Half-Life 2. Das wird sehr wahrscheinlich jetzt der letzte oder vorletzte Part sein, weil diese Gondel führt uns zwar dahin, wo wir gerne hin wollen, aber leider nicht so, wie wir es gerne haben wollten. Aber egal, wir haben ja gar keine andere Wahl, weil Gordon Freeman diese Geräusche passen nicht zum Schlag, aber ist auch egal. Ja. Ist da auch einer? Sehe ich gerade gar nicht. Ne, das ist leer vor mir. Gut, damit hatte Gordon Freeman jetzt nicht gerechnet. Mit der Kamera. Oh, oh. Kamera hat ihn entdeckt. Und wehrlos wie ich ja bin, obwohl es blödsinnig ist, werden wir direkt auf die Expressschiene geschickt. Und jetzt werden wir auch Sachen sehen, Freunde, die entweder uns noch irgendwann passieren werden, also uns noch angegriffen werden, oder da unten seht ihr was. Diese beiden Wesen, diese und diese hier, das sind, sag ich mal, biomechanische Einheiten, Hybriden, die bis jetzt in den Half-Life-Teilen noch nicht vorgekommen sind. Und naja, man weiß es nicht, ob sie noch vorkommen oder ob sie halt einfach nur der Mysteriums halber für die Stelle hier eingebaut wurden. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht noch irgendwann vorkommen, weil sowas Ähnliches kommt ja schon im Episode 2 vor. Finde ich übrigens eine ziemlich coole Szene. Und jetzt auf einmal ist die Zitadelle dann doch nicht mehr so groß, als bremst es auf einmal ab. Ziemlich, ziemlich coole Szene, muss ich so sagen. Jetzt wird sie wieder ein bisschen schneller. Ist ja auch lustig. Nur, dass wir so eine schöne Aussicht haben. Sehr langsamer gefahren. Finde ich gut. Okay. Dunkle Energie. Okay, damit haben wir jetzt gar keine Bewaffnung mehr. Ich übernehme ab hier. Warum zitterst du so? Hast du schon Angst vor mir, wa? Wehr dich nicht, das bringt nichts. Du kannst nichts machen, bis du da bist, wo er dich haben will. Mhm. Es tut mir leid, Gordon. Das glaube ich dir nicht. Ich weiß nicht, Judith. Also, bei Judith bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich ein Doppelagent ist oder ob sie... Von gewaltigen meteorologischen Intelligenz. Ja. Ich bin jetzt mal ein bisschen ruhiger. Worte reichen für die Beschreibung nicht aus. Was ich sage, kann man nicht in Worte fassen, Breen. Völkermord. Unbeschreibliches Grauen. Grundgütiger. Na, wenn das nicht Gordon Freeman ist. Was ist das? Stellen Sie es darüber. Du bist so dumm, ey. Ich muss Ihnen danken, Dr. Freeman. Erst führen Sie mich zu meinem guten Freund her und dann stellen Sie sich selbst. Hätte ich gewusst, dass Sie hier einfach so reinspazieren, hätte ich mir die Suchtrupps ja sparen können. Da ich Sie beide in meiner Gewalt habe, habe ich das Sagen, sollte ich mit den Combine verhandeln wollen. Dr. Breen. Wallace. Ja, Judith, was ist? Wir sollten versuchen, Elis Leben zu schützen, damit er weiter forschen kann. Durch dich haben wir jetzt alles, was wir brauchen. Du bist in der Lage, seine Forschungen selbst zu beenden. Aber weder du noch ich können den Pöbel auf der Straße von seinem sinnlosen Kampf abbringen. Doch Eli weigert sich, das zu sagen, was sie alle retten könnte. Sie retten? Warum? Eli, wenn du das Rechte nicht für alle Menschen tun willst, tust du es ja vielleicht für einen. Alex, Schatz. Dad. Gruppenkuscheln. Gordon? Nein. Verdammt, Breen. Doch. Lass sie gehen. Es liegt ganz an dir, mein Freund.
Verurteilst du mit deiner Sturheit die ganze Spezies zum Untergang, oder gibst du deinem Kind die Chance, die seine Mutter nie hatte? Wag es nicht, sie zu erwähnen. Alex, meine Liebe, du hast die Augen deiner Mutter, aber die Sturheit deines Vaters. Das war noch lange nicht alles. Wirklich? Mal sehen, was dir das am Ziel eines Combine-Portals bringt. Na los, Brain. Wenn du nicht mehr drauf hast, dann schick uns beide durch dein Portal. Oh, das ist nicht das Schlimmste. Du wirst das jedoch kaum glauben, sobald du da bist. Das ist nicht nötig. Stimmt, das ist völlig unnütz. Zum Glück würde der Widerstand einen neuen Anführer akzeptieren. Und dieser hier ist eine willige Marionette für die, die ihn steuern. Nein. Hör nicht auf ihn, Gordon. Wie vielleicht? Freeman? Was bittest Wussten du? Wussten Sie, dass Ihr Vertrag an den Meistbietenden geht? Gordon wird nie und nimmer mit dir verhandeln. Warum nicht? Sie darüber nicht vor Ihren Freunden reden wollen. Genau. Schicke ich Sie doch los, dann können wir offen reden. Genau, würde ich auch so sehen. Tschüssi. Dad, tut mir so leid. Alex, kleines. Judith, was soll das werden? Wir tun, was ich allein nie geschafft hätte. Wir halten dich auf. Ja. Ach ja, stimmt. Ich hab's uns vergessen. Nein hier. Sie wissen von deinem Verrat und wenden sich gegen dich. Judith, Dr. Mossmann, bitte. Tja, Wallace. Das spielst aus. Lass. Schneller! Pass auf hinter dir! Dad, halt durch! Das ist der dämlich. Vorsicht, er wird gleich! Nein! Bam! Du meinst, hab ich damit gewonnen hätte. Aber gut, ich habe ja einen Anzug. Dad! Okay. Ach was, mir geht's blendend, Kleines. Dafür ist keine Zeit. Er ist auf dem Weg zum Portal. Du wirst das brauchen. Dr. Mossmann. Stimmt, sie ist eine Doppelagentin. Total vergessen. Passen Sie auf Dad auf. Ich hab's echt lange nicht mehr gespielt. Dad, wir sehen uns wieder. Niemals. Niemals? Komm schon, Gordon. Wir sehen uns wieder? Niemals? Das verstehe ich jetzt nicht. Wir kennen uns nicht sehr gut, aber... Nein, ich bin nicht interessiert. Ich weiß, dass du das hier nicht tun musst. Ich muss meinen Vater retten, aber du... Naja. Danke für die Hilfe. Bei Wallace bin ich bis heute noch nicht sicher. Er ist's. Da ist... Was? Diese Rasse... Ich weiß gar nicht, ob das was überhaupt mit den Zen-Wesen überhaupt noch was zu tun hat. Weil ich glaube langsam, dass es eine ganz andere Rasse ist hier. Er hat keine Ahnung, oder? Nein, natürlich nicht, weil er dumm ist. Wenn er wüsste, dass er mir gerade die stärkste Waffe gegeben hat. Oder sie wahrscheinlich in den Arsch beißen. Fusionsreaktor der Zitadelle. Yep. Damit treiben sie den Tunnelverstricker. So eine Chance kriegen wir nie wieder. Wir müssen Breen aufhalten. Den Tunnelvollstrecker habt ihr gehört, ja? So heißt, glaube ich, diese Maschine, die drumherum immer aufbaut. Das wird jetzt wohl von der anderen Seite gelenkt. Du musst in den Kern gehen und sehen, was du tun kannst. Ja, mach ich. Geh in den Aufzug, ich lass dich dann rein. Ja, mach auf. Den ja, habe ich schon gemacht. Mit meiner Intelligenz. Klaro. Vorsichtig. Naja. Du weißt schon, dass das nicht gut enden wird. Also der letzte wird es nicht sein, Freunde. Und wo ist vielleicht... Nee, ich schätze mal der vorletzte. Obwohl, ich glaube, weil so viel kommt ja nicht mehr, dann werde ich das vielleicht zusammenschneiden. Das wird dann vielleicht ein bisschen längerer Part werden. Könnt ihr euch glücklich schätzen. Weil viel ist ja jetzt nicht mehr. Dr. Freeman, Sie sollten nicht da draußen sein. Wenn ich teleportiert werde, füllt sich diese Kammer mit tödlichen Teilchen, die von der Menschheit erst noch benannt werden müssen. Sollte ich Zeit dafür haben, werde ich vielleicht eins nach Ihnen benennen. So werden Sie mich ganz vergessen.
Wenn die Singularität zusammenbricht, bin ich weit weg. In einem anderen Universum. Sie wiederum werden auf jede mögliche und teilweise sogar unmögliche Weise vernichtet werden. Hört sich interessant an. Oh nein, komm, ein Krieger. Wo kommen die denn her? Übrigens habe ich das auch schon wirklich mal verkackt gehabt. Das habe ich tatsächlich mal gebacken gekriegt. Ruhe. Wenn man sich jetzt so viel Zeit lässt, kann man das wirklich verkacken. Das ist aber ganz klar, was ich erreichen will. Was ich auch erreichen werde. Okay. Ihr fresst das. Oh, das hat man. Hör nicht auf ihn. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, so viel Leben habe ich hier gar nicht mehr. Gut. Oh nein. Green macht sich aus dem Staub. Achtung. Schnell, Boden, bevor es kommt. Singularität, Warnung. 3 Minuten bis zur Singularität. Alles bisher in Ordnung. Weiter so. Ah, shit, ey. Jetzt muss ich aber langsam wirklich aufpassen. Ah, wusste ich jetzt gar nicht, dass es hier auch sowas gibt. Gut so. Und nach oben. Ich hätte sagen können, dass das nichts bringt. Ah ja. Okay. Warum kackt er sich denn so in die Hosen? Aber ich kann mir eigentlich genug Zeit lassen. Da muss ich lang. Na, noch da, Dr. Freeman? Oh. Oh, nicht mehr lange, was? Ach doch, ich glaube, ist alles in Ordnung. Oh Gott, das Portal öffnet sich. Da ist es. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das Zen hier ist. Ich hoffe, Sie haben sich verabschiedet. Oh. Hallo, wo sind denn jetzt diese komischen Kerne? So, will ich mich verarschen? Ja. Ach, da sind sie. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Ja, es ist nicht so cool. Ich muss aufpassen. Oh, jetzt geht's mir langsam nicht mehr so gut. Mann! Nicht das treffe, was ich treffen will. Oh shit! Sie wissen nicht, was Sie damit auslösen. Doch! Sie könnten die ganze Zitadelle zerstören. Denken Sie an die Leute da unten. Nee, ich denke nur an mein eigenes. Oh, wow. Ja. Nein! Sie brauchen mich! Tja, das war's. Er ist tot. Komm mit, Gordon. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch... Wow. Ups, jetzt habe ich gerade weggeguckt. Sorry. Tolle Szene. Voll Zeit, verkackt. Dr. Freeman. Oh, Grafikfehler. Nicht Grafik aktivieren. Ist es wieder an der Zeit? Könnte ich hier runterspringen? Mir ist, als wären Sie gerade angekommen. Nee. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen ihretwegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren, aber dies sind keine normalen Zeiten. Okay. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich hoffe, Sie können krass, mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen.
Also dann, ich steige hier aus. Soll ich dir auch raten, mein Freund? Wir wollen uns aber keine Sorgen machen, weil er hat sich länger, also bald nicht mehr ganz so einfach rumschubsen kann, wie er es sich immer gerne möchte oder vorstellt. Und von daher kann er mich mal. Freunde, wir haben es geschafft. Wir haben Half-Life 2 durchgespielt. Das ging nicht fix, als ich dachte, sondern es hat ungefähr so lange gedauert, ein bisschen länger, als ich dachte. Bin mal gespannt. Als nächstes kommt Half-Life Episode 1. Ich würde vermuten, es dauert nicht so lange. Ich sage, das dauert... Nee, ich glaube nicht, dass es länger dauert. Auf jeden Fall nicht. Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert. Ich würde sagen, es ist kürzer. Episode 1 würde ich kürzer schätzen. Episode 2 wiederum würde ich fast schon länger schätzen oder gleich lang. Gut, alles klar. Ich würde sagen, ich beende diesen Part. Oder dieses Projekt, Half-Life 2. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt der Half-Life-Serie. Und zwar Half-Life Episode 1. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat Spaß gemacht, das Projekt. War wieder mal eine tolle Abwechslung, mal wieder wirklich was zu spielen, was älter ist. Oder was ich mal lange nicht mehr gespielt habe. Was ich immer sehr gerne gespielt habe auch. Ja, ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, auch gefallen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch. Und ich freue mich über jeden Like, jeden Kommi von euch. Guckt mir die gerne an. Also, wir sehen uns. Lamar? Verflixt nochmal. Wo ist sie hin?